Hallo und herzlich willkommen zur Kinderkiste Rappelzappel aus der Kindertagesstätte Wirbelwind. Denn letzte haben wir diesen süßen Osterhasen gebastelt und diese Osterhase bringt ja auch bekanntlich viele Ostereier mit. Und deswegen möchten wir diesmal dieses schöne 3D-Osterei zaubern. Du benötigst weißes Papier, Tonpapier oder buntes bedrucktes Papier. Eine Schere, ein Kleber, ein Faden oder Wolle, eine Schablone und ein Bleistift. Und so geht das 3D-Osterei. Schneide 9 Eierformen aus. Falte diese 9 Eier längs zur Mitte. Wenn du das getan hast, nehme deinen Leimstift und klebe alle Eier übereinander. Dann nimmst du einen Strick und schneidest deine gewünschte Länge ab. Lege ihn auf die Hälfte und die Unterseite erhält einen Knoten. Streiche nun die Kantlinie mit Leim ein. Lege den Faden auf die bestrichene Kantlinie. So, und jetzt sind wir auch schon beim letzten Schritt angekommen. Nun wird die erste Seite auf die letzte Seite geklebt. Hast du ein wunderschönes 3D-Ei, was du an einem Baum hängen kannst oder an dein Fenster.